Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Minecraft Tacket. Nein, gar nicht, war live in the Woods Kingdom. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Muss sie weg! Oh, wir haben Schweine. Nice, ganz viele kleine Tinos. So. Genau, unser Lager müssen wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Was haben wir hier? Sand, Erde etc. Stein an. Ja. Yeah. Wie war das? Wie heißt der Stein nochmal? Dazit, genau. Den gehen wir jetzt mal ein bisschen farmen. Den Stein. Damit wir das hier unten noch so ein bisschen fertig kriegen. Und dann würde ich auch mal langsam sagen, dass wir unser Städtchen mal langsam upgraden. Dass wir uns da mal in der Folge auf dem Weg zur Burg machen und ja, uns da mal die Sachen holen. Ich vergesse mal, dass wir hier vorne eine kleine Treppe gebaut haben. Ja. Ich vergesse, dass ich Hunger habe. Ups. Müssen wir natürlich alles mitnehmen hier. So, wie sieht das hier aus? 71%. Was haben wir da hinten? Beans. Oh Mann, haben wir hier nichts fertig? Nee, das wächst hier auch ziemlich langsam, aber gut. Kann man nichts machen. Wir haben ja hier eine Essenskiste. Da haben wir sie. Zucchini Seeds. Nehmen wir das Brot einfach mit. Was haben wir hier? Tintenbeutel. Das sieht aus wie ein Dildo hier. Blackberries und Blueberries. Habe ich mir jetzt erstmal den Magen voll mit. Zack. Oh Mann, das macht ja gar nichts, das. Naja, immerhin etwas. So. Los geht's! Ich mach Platz da. So, hier noch. Gehen wir mal ein bisschen in die Mine. Wir brauchen ja unbedingt diesen Stein hier. Was war das nochmal für ein Stein? Dalazit, ne? Ja. Ich mein schon. Wir hatten ja in der letzten Folge ja schon einiges gefunden. Dort gehen wir jetzt auf jeden Fall weiter. Was haben wir hier? Laubhaufen. Violett. Oh, was haben wir denn da? Warte mal. Oh ne, Bauwacke. Ich dachte. Oh, das tat weh. Was haben wir hier? Nö. Live in the Woods Kingdom. Ja, meine lieben Freunde, wir können uns ein bisschen mal um das Projekt uns ein bisschen unterhalten. Ich finde dieses Projekt Bombe. Also mir macht es sehr viel Laune. Das ist seit langem mal wieder so ein Minecraft, wo ich sagen kann, ja, das macht Spaß zu zocken. Aber es kommen schon die ersten Beschwerden, sage ich jetzt einfach mal. Oder was heißt Beschwerden? Beschwerden sind es nicht mal. Es sind so, ja, es ist zu schwer und hin und her und ihr wisst Bescheid. Finde ich gerade, macht den Reiz aus. Es war vorher ja so, wir hatten ja Tacket Legends als Community-Projekt und hin und her und ja. Das war alles schnell durchgeballert. Das waren auch tolle Minecraft-Projekte, fand ich. Also ich persönlich fand die Bombe, aber die wurden auch so schnell durchgeknallt, ne? Rahlenstein. Und das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Ja, die wurden so schnell durchgeknallt. Das hat mir irgendwie dann nach einer Zeit auch keine Lust mehr gemacht, weil die waren da schon, die hatten Atombomben, sage ich jetzt mal, und ich war immer noch bei Granaten. Und da finde ich das jetzt hier ganz schön besser. Und ich mag ja auch diesen mittelalterlichen Style, den wir jetzt hier so richtig praxis. Nein! Nochmal den wir jetzt hier machen, und das gefällt mir ganz gut, und mir gefällt das auch ganz gut, dass man hier nicht so schnell vorwärts kommt und so weiter und so fort. Ist einfach geil. Also für mich ist das einfach nur Bombe. Ach du fette Spinne. Für mich ist das einfach Bombe und ey, leck mich doch am Arsch.
Und ja, es sind ja wie gesagt immer noch Plätze frei, dass man mitspielen kann. Also schön immer in die Kommentare schreiben. Wenn ich nicht nach 2 oder 3 Tagen antworte, macht euch nicht in die Hose. Ich werde es nicht vergessen. Jeden Kommentar schreibe ich mir auf, der mitspielen will. Ey, verdammt nochmal. Der mitspielen will und so. Und ich komme auf jeden Fall darauf zurück. Ich vergesse keinen. Aber ich habe ja auch einige noch andere Sachen zu tun. Kalkstein, nice. Und ja, so ist es dann halt. Wir brauchen zum Beispiel noch einen bei mir im Dorf und so weiter und so fort. Oder bei uns im Dorf, ist ja nicht meins, ist unser Dorf. Und ich muss da auch nochmal G-Factory anschreiben, ob wir das nicht noch ein bisschen vergrößern können. Wisst ich. Ja, leck mich am Arsch. So, Bob. Und dann werden auch die Städte bald noch vergrößert und ein und noch andere Specksteine und so Sachen alles. Also hier wird sich noch einiges ändern und tun und machen und wir werden größer und alles. Aber das wir brauchen auch aktive Leute, ne? Also nicht hier solche Leute haben, jo, heute habe ich mal Bock und die nächsten 2 Wochen habe ich keinen Bock mehr. Dass man hier natürlich nicht 24/7 zocken soll. Ist ja natürlich klar, aber es gehen ja auch andere Dinge, die halt einfach vorgehen, Schule und so weiter und so fort. Und ja, das soll ja auch natürlich alles im Vordergrund stehen, Schule, Familie, Eltern, was weiß ich, das soll alles im Vordergrund bleiben, aber halt auch eine gewisse Aktivität. Und es gibt ja auch bald, also ich habe zumindest schon 2, 3 Events geplant, die ich aber noch ganz gerne mit den Admins durchsprechen möchte. Ein Schädel. Und da ist es halt einfach schön, dass man dann aktive Leute hat, aktive Leute, die spielen wollen und auch die langzeitmotiviert sind. Also ich kann euch versprechen, dass es nicht, dass das Modpack nicht in einer Woche durchspielbar ist. Oder in 2 oder was auch immer, dass man dann alles hatte. Klar, es sei denn, man spielt 24/7. Dann, klar, ne, brauchen wir nichts zu sagen. Dann geht das ratzfatz. Aber, Diorit haben wir doch. Ne, war das das? Diorit? Ich weiß es nicht. Ah, schreibt mich jetzt an. Aber, es soll halt einfach Spaß machen, ne? Der Spaß soll im Vordergrund sein. Das Handeln mit den Leuten soll im Vordergrund sein. Und das ist halt einfach das, was ich auch ganz gerne möchte. Das ist immer noch nicht der Stein. Auf jeden Fall kein Diorit. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich möchte. Und so soll es auch weiterhin bleiben. Der Spaß, ne? Das zusammen auch mal, dass man auch mal mit 5 Leuten zusammen streamt, die an das Projekt hier teilnehmen und so weiter und so fort. Und ich sag mal so, Leute, die schon öfters mit mir gespielt haben, ich bin eigentlich korrekt, was so YouTube und sowas angeht. Wenn ich es nicht vergesse, gut, jetzt wird jemand sagen, Freezy, du hast mich schon 5-mal vergessen, mich zu verlinken. Ist richtig. Es ist auch manchmal bei mir, ist die Zeit ein bisschen knapp mit allem drum und dran und dann kopiere ich einfach nur aus der letzten Folge das rein, das hier und das und bla 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 bla. Und klar, vergesse ich dann mal unter Mitspieler den neuen aufzuschreiben oder so weiter und so fort. Und tut mir auch, ey, seid mal, das tut mir auch leid, aber wie gesagt, das mache ich nicht mit Absicht. Ich weiß gar nicht, woher ich kam. Ey, hau ab. Das Salz würde ich ganz gerne mitnehmen. Irgendwie kommen, hab ich das Gefühl, das könnte vielleicht nochmal uns viel helfen, das Salz. Ey, sag mal, wie gut zielst du denn, ey, du Sniper? Na, hier kam ich her. So, hier nochmal. Bumm. Sag mal. Seid ihr alle schwanger oder was? Jetzt muss ich mich beeilen. Dankeschön. Dass er mich da runterschießt. Ich kenne die Bobs doch hier. Hab ich von hier? Ich glaube schon, ne? So, ja, hier, alles klar.
So langsam kenne ich den Weg. So. Wie viel Essen man hier verliert. Unfassbar, ey. Das ist ja das Einzige, was mich auch aufregt. Was ich aber nicht ändern will, weil es halt geil ist. Ich liebe dieses Modpack. Das ist einfach jetzt so seit langer Zeit Minecraft, nachdem wir die ganzen beschissenen Technik-Dinger durch hatten. Ich bin ja eigentlich ein fairer Typ und bei mir läuft das diplomatisch ab und die Mehrzahl hat jedes Mal für Technik gemacht und boah, ich habe mich da so durchgequält und bin auch nur online gekommen, wenn ich aufnehmen musste. Was heißt musste? Wenn ich aufnehmen wollte. Boah, und eben Kupferleitung hier, Kupferleitung da, das passt nicht, da musst du eine andere Leitung für haben. Ich gedacht, boah, leck mich doch am Arsch, ey. Und jetzt hier so, dieses Modpack, das gefällt mir. Hier blüht das erste Mal ich auf und die anderen nölen. Aber da gehen die jetzt auch durch. Zumindest eine längere Zeit als ich. Und ja. Ich bin einfach voll begeistert. Auch erste Mal so lang in Minecraft, dass ich auch mal zwischendurch Minecraft spiele, wenn ich sage, so jetzt habe ich die Zeit, scheiß mal auf Counter-Strike, scheiß mal auf das, scheiß mal auf das. Ich gehe jetzt schön Minecraft spielen. Und ja, jetzt ist mein ganzer Plan, den ich eigentlich machen wollte, für den Arsch. Weil ich eigentlich diesen Stein da zieht. Mann, ich habe es einfach nicht mehr gewusst. Da zieht. Da zieht, da zieht, da zieht. Wir gehen mal gucken, ob wir was zu essen am Start haben. Verhungere hier schon wieder, das ist unfassbar. Also das ist wirklich unfassbar. Oh, Barley Crop. Kann ich das jetzt so anpflanzen wieder? Kann ich ja so essen, i. Ah, Spinne. So. Muss mich aber auch erstmal mit dem. Wusste ich's doch, nice. Marley Seeds. Ich muss mich auch erstmal mit dem Modpack ein bisschen zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall klar. Ich bin da jetzt hier nicht der übelste Pro. Aber bei dieses Modpack läuft es schon anders, weil ich selber darauf Bock habe und da macht das mir schon anders Spaß. Und da bin ich dann auch gewillt, mich mal ein bisschen durchzulesen. Und da müssen die anderen mich jetzt mal fragen, wie geht das? Wie geht das? Das finde ich ganz toll eigentlich. Und ja, so ist es halt. Nether Quarz. Ach, Herr Jemine. Örknolle, was ist das denn? Gucken wir das erstmal rein. Muschel. Gucken wir hier rein. Oh, wir haben Knochenmehl. Und ja, viele beschreiben so voll viele Monster und dann im gleichen Atemzug. Und wir haben nichts zu essen. Und so weiter und so fort. Aber, ey, bist du schwanger oder was? Ja. Aber es gibt viele Monster, dann geht man hier hin. Zack, bumm. Oh, Entschuldigung. Weißt du, da hat man dann auch. Hier. Guck mal, ich kann jetzt schön mit dem Knochenmehl meine Pflanzen vergrößern. Sojabohne, ups. Erwachsen. Erwachsen. Oh, das war auch schon erwachsen. Und was ich auch noch toll finde, man kann so viele Sachen machen eigentlich. Man kann ja noch. Guck mal, wir können jetzt hier, wenn wir. Guck mal, hier. Ich kann jetzt hier hingehen. Zack, boom. Und dann packe ich hier rein. Oder geht das hier? Ja. Macht er das Auge, das Spinnenauge zu Kompost, ne? Und das sind halt Sachen, so habe ich Kompost, kann ich hier hingehen. Bam, 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 ne? Und kann Kompost dahinstellen. Und mir das alles herstellen. Und das ist einfach so, was mir so viel Spaß macht und da kann man dann auch
Wunderschön. So, warte. Dann kann ich auch voll die große Fläche machen und brauche kein bisschen Wasser. Und dann wurden auch noch ein paar Fragen. Ach, wir sind am Ende unserer Folge. Das bequatschen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich sammle hier noch ein bisschen Blumen, damit wir. Ein Schaf. Damit wir noch unsere Komposterde machen können. Und ja, ich sag erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Das Projekt wird öfters in der Woche kommen. Wie oft weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall öfters als 3 oder 4 Mal. Und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr kleinen Bengels.